Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge endlich das Redstone gefunden, das wir benötigt haben, um unsere Höhlenforschung weiter... Ah, das stimmt, da hätten wir noch eine Höhle gehabt. Fällt mir gerade ein. Hier unten ist sehr viel Lava, die wir angegraben haben, gerade eben auch. In einer bisschen längeren Folge aus Versehen. Ja, sehr spannend. Schaut euch die an. Wir tun in dieser Folge schauen, dass wir die Rechnung mit Strom machen können und vor allem Richtung neuer Energie, der Lava-Energie, fortschreiten können. Bedeutet, wir müssen Lava-Tanks machen, wir müssen Lava sammeln, die Stromerzeugungen speichern und. Das soll fürs Erste hier oben passieren, bis wir einen Umzug planen können. Man sollte nicht alle Türen offen lassen. Heieiei. Aber naja. Dafür ist der Spielstand ja da, ne? Warum hat er nicht alles durch... Achso, weil er nicht alles durchkriegt. Hä? Wir können mal Eisen, das Lead-Ohr auch hier reintun. Wir haben eindeutig zu viel Schmarrn gerade am Start. Alter, wo soll ich denn das alles unterbringen? Hier ist noch... Wir haben noch tonnenweise Eisenerz. Warum sagt mir denn das keiner? Eisenerz. Wo, ich habe hier gerade noch Golderz auch gesehen. Golderz. Jungs, wir haben ja noch tonnenweise. Was ist denn hier los? Wir haben noch so viel Tonnen daran. So, warte mal. Und hier drüben haben wir Redstone und Eisen immer reingetan. Haben wir noch Eisen? Auf Lager natürlich nicht mehr. Toll. Dann machen wir schnell so ein Henkelchen. Und setzen den mal da oben dran. Weil wir brauchen ja noch ein paar von den Teilen. Jetzt hat mein Handy schon wieder geklingelt. Eine neue Mail ist reingekommen. Uiuiui. Es gibt auch bald eine offizielle E-Mail-Adresse. Ich bin ja, habe ja die Raxamus-Domain jetzt offiziell geklemmt. Raxamus.de heißt jetzt offiziell meins. Ne? Und jetzt muss ich noch E-Mail-Adressen einrichten, die Webseite langsam herstellen und. Aber es geht voran. 2020 soll ein großartiges Jahr werden bei mir. Und außerdem auch neue Server kommen. Vielleicht einen Multiplayer-Texit-Server oder sowas. Wäre eine geniale Sache. Muss ich aber schauen. Man macht denn jetzt erst Gold? Ich brauche doch nicht Gold als erstes. Ich brauche Eisen. Jetzt muss ich kurz warten. Zeit überspringen mit grässlichem Gesang. Das kann ich am besten. Brauch noch mehr Eisen, denn wir müssen viel mehr produzieren. Wir brauchen mehr Kabelettes, mehr Kabelettes, mehr Kabelettes. So, das heißt das erste. Eisen, oh Gott. Das ist echt problematisch, wenn man so ein drecksvolles Inventar hat. Cobblestone, Netherrack, Granit, Basalt. Andesite, du, das. Man sollte nicht aus Versehen aus dem Spiel raustappen. Ich weiß nicht mal, wie ich es hingekriegt habe gerade. Aber es scheint zu funktionieren. Komm schon, jetzt mach doch hin. Ne? Was habe ich dich Ofen denn gekauft? Oh. Wenn der Strom alle ist, ist es verständlich, wieso. Hoch. Und sollte ich den armen Ofen auch nicht anmeckern? Er tut ja das Beste, was er kann. Da kommt so viel raus. Wir sollten vielleicht mal einen Baum fällen. Ein bisschen die Umwelt ändern ist doch eigentlich das Hobby eines Menschen, ne? Oder den Baum weg. Wir wissen immer schon, ob wir nicht so was, eine automatische Baumfahne hinkriegen können. Wäre gleich eine ganz interessante Sache, vor allem für die zukünftige Holzproduktion. Wenn wir in Zukunft mehr produzieren wollen, brauchen wir natürlich auch schneller Bäume und Holz. Und dazu benötigt man eine effektive Baumvernichtungsanlage oder Baumproduktionsanlage. Der Baum muss weg. Warum kommt denn jetzt Schluck auf? Moment! Lassen die einen fliegen?
Böse Blume. Böse Blume von Dungeon Tactics. Die hat mich erschreckt. Der Ofen kriegt ein neues Holz rein. Aber es scheint hier durch zu sein, weil das Eisen kann mal verbrannt. Wo ist mein Eisen denn da? Und dann tun wir noch mal ein bisschen nachlegen, weil mehr Eisen wäre natürlich auch praktisch. Eisen ist ja eine der Sachen, die wir wahrscheinlich am meisten brauchen werden. Neben Redstone und vielem anderen Zeug. Aber jetzt gerade brauchen wir halt das, ne? Und das kann man halt zwischendurch auch mal brauchen. So, Nummer 5. Das tut doch schon mal dem Herzen gut. So viel Eisen zu sehen. Vor allem können wir da jetzt dich mit 1, 2, 3 reinschmeißen. Und dann brennt das schon mal schön. Dann haben wir die Kabelottes. Und dann müssen wir nicht eh gleich den Ofen austauschen. Aber vielleicht können wir noch so einen Tank machen. So einen, warte mal, wie ging denn der? Gold außenrum. Ah, da müssen wir eh das Gold brennen. Das Gold müsste auch nochmal durch den Ofen durch. Bevor wir endlich auf die Lava-Technologie umsteigen. Weil mit der Lava-Technologie kommt der Fortschritt, den wir brauchen. Und das ist wirklich nur zwei Redstone, ein Lava-Eimer. Apropos Lava-Eimer. Warte mal. Haben wir nicht hier oben irgendwo einen Lavasee gehabt, da vorne? Dann besorge ich nicht von da vorne. Ja, mö! Dann besorge ich von da vorne direkt mal einen Lava-Eimer. Lava. Gott, diese Löcher, die sind schon nervig. Kann man sich da durchkommen, ohne dass alles einbricht? Ja, scheint so. Irgendwann bricht mir mal alles unter den Füßen zusammen. Ich schwör's euch. So, hier ist der Lavasee. Hier wäre auch noch Eisen gewesen die ganze Zeit. Manche mögen es heiß. Ja, ich mag es heiß. Ganz heiß. Habe ich was gesagt? Nö, ich sag doch keine dementsprechenden Sachen. Ich doch nicht. Ah, vielleicht können wir auch zukünftig Portale bauen, dass wir sozusagen hier von da nach dort uns teleportieren können. Das wäre natürlich genial. So. Leute, wir haben jetzt eigentlich alles. Wir haben müssen wir uns dich mal kurz klären. So. Und wenn ich mich nicht irre, brauchst du jetzt Lava. Schau mal, wie lange damit zu einem Lava. Wir holen jetzt nochmal einen Lava-Eimer. Oder können wir direkt so einen Tank bauen? Tank. Hier, ein Thermal Expansion Tank. Wird aus Glas, Kupfer und einem Redstone-Servo gemacht. Ja, das können wir doch ganz easy machen. Einen Redstone-Server. Oh, apropos, wir brauchen Glas. Habe ich da nicht mehr Glas? Doch, ich habe Glas hab ich dabei. Ah ne, ich habe aber keinen Kupfer dabei. Und nur ein Kupfer. So, und dann müsste das jetzt raus sein. Yes! Unser Tank ist fertig. Dann holen wir jetzt Lava. Braucht man nicht von Thermal Expansion dann den Ranch, um dieses Teil offen? Thermal. Also wenn ich mir die irre, gab es von Thermal Expansion so einen komischen Ranch. Gabelschlüssel, genau. Braucht einmal hin. Das sind Sachen, die sollten wir ja noch haben. Einmal. Ne, das sind Tinkbarren, ich brauche einen Zinnbarren. Dann könnt ihr das wieder zurücklesen und drei davon brauche ich. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, brauchst du den, um dem aufzuheben. Irgendwas war mit dem mal. Ich wusste, irgendwas war und ich habe mal eine Zeit lang das Teil nicht aufheben können irgendwie. Nachher gönnen wir uns Le Gurke. Ulala, Le Gurke.
Ich bin heute irgendwie sehr gut aufgedreht. Aufgelegt. Ich gehe nicht nach unten. Reiten. Ich produziere eh gerade wieder im Voraus. So. Einmal Tank. Tank. Und. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Aber der sollte eigentlich relativ schnell leer sein. Der See. Alter, wie viel passt in diesen Tank rein? Jetzt ist er voll. Und jetzt kann ich so aufheben. Ha. Es wird dunkel. Nein. Nicht jetzt. Nicht zu diesem grandiosen Zeitpunkt. Das wäre ja sonst ein Cliffhanger. Das wollen wir doch nicht. Ein Cliffhanger. Wer will denn sowas? Da hätten wir jetzt nicht tonnenweise Lava drin. Ich glaube, jeder Rennen hilft bei vielen Sachen auch noch. So, einmal schnell Haie machen. Und dann schauen wir, wie das ist. Ob die Energie der Lava funktioniert. Muss ich es einfach so machen? Lava ist zur Hälfte voll. Jetzt ist er. Ah, okay, also da ziehe ich dann immer ein bisschen was ab. Shift. Ah, cool. Die kann aber auch viel. Ja, das ist um einiges besser. Und bedeutet rein theoretisch. Wir können jetzt mal probieren. Na, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe die letzte Folge so übertrieben, jetzt machen wir ein bisschen kürzer. Ich muss das Ganze ja noch schneiden und schauen, dass ich vor 15 Uhr von hier daheim wegkomme, weil dann geht's reiten. ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.